Willkommen zurück zur Kaffee-Hani-Aufbereitung auf der Faschenda Pinhai-Renze, liebe Kaffeefreunde. Im heutigen Teil zeige ich euch den nächsten wichtigen Schritt in der Kaffeeaufbereitung, das Entpulpen der fermentierten Kaffeekirschen und die Verteilung auf den Drybeds. In der letzten Folge haben wir ca. 125 Kaffeesäcke mit Kaffeekirschen und Hefe befüllt. Diese hatten jetzt 4 Tage Zeit zu fermentieren und besondere Geschmacksnoten zu entwickeln. Da die Faschenda Pinhai-Renze keine eigene Washing Station hat, um die Kaffeekirschen zu entpulpen, laden wir die Kaffeesäcke auf einen LKW und fahren zu einer Washing Station am Ortsrand von Petunia. Während der Fahrt machen wir es uns auf den Kaffeesäcken auf der Ladefläche gemütlich. An der Washing Station angekommen, müssen die Kaffeesäcke wieder runter vom LKW. Nachdem alle Kaffeesäcke entladen wurden, was wirklich anstrengend war, werden die Kabelbinder entfernt. Um die Kaffeekirschen entpulpen zu können, müssen sie vorher in sogenannte Big Packs umgefüllt werden. Wir füllen ca. 10 Kaffeesäcke in ein Big Pack. Mit einem Traktor heben wir die Big Packs hoch über den Entpulper, öffnen den Rüssel des Big Packs und lassen den Entpulper seine Arbeit machen. Nach dem Entpulpen bleibt eine süße, klebrige Schleimschicht an der Bohne, die Mucilage. Diese klebrige Schicht hat dem Hani seinen Namen verliehen und gibt ihm sein unverwechselbares Aroma. Der Entpulper entfernt das Fruchtfleisch, auch Cascara genannt, von der Bohne. Das Fruchtfleisch wird nicht entsorgt, sondern später als Dünger in der Kaffeeplantage verwendet. Der entpulpte Kaffee wird anschließend wieder in Big Packs gefüllt und mit dem LKW zur Faschenda Pinhai-Renze gebracht. Dort haben wir im ersten Teil meiner Kaffee-Doku alles für diesen Moment vorbereitet und diese gute Vorbereitung wird sich noch auszahlen. Celio, ein Kaffeefarmer aus der Nachbarschaft, hilft uns mit seinem Traktor, die Big Packs vom LKW zu entladen. Über das extra lange Drybed können wir den Hani direkt aus dem Big Pack verteilen. Bei den normalen, kleineren Drybeds müssen wir den Hani eimerweise aus einem Big Pack zapfen. Matthäus, Celios Sohn, produziert ebenfalls eigenen Kaffee, meistens Mikrolots, den er über Timo nach Deutschland verkauft, unter anderem an Daniel von Schönkaffee. Das Ganze ist wirklich eine klebrige Angelegenheit, sodass die Bohnen ihrer Bezeichnung alle Ehre machen. Drybed um Drybed füllt sich langsam. Zwischenzeitlich haben wir die Befürchtung, dass die Drybeds für die Menge an Kaffee nicht ausreichen. Am Ende hat es zum Glück doch gereicht und jedes einzelne Drybed ist belegt. Die mobilen Trocknungsbetten säumen den Boden der Aufbereitungsstation der Faschenda Pinhai-Renze. Bis spät in den Abend hinein verteilen wir den Hani.
Während der Trocknungsphase ist Jan dauerhaft auf der Aufbereitungsstation, um regelmäßig den Kaffee zu wenden. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Trocknung und beugt der Schimmelbildung vor. Außerdem müssen die Trybeds, die nicht unter einem Dach sind, abends mit einer Plane abgedeckt werden. So sind die Bohnen gegen die kühlen nächtlichen Temperaturen und am Morgen gegen den Tau geschützt. Auch dies ist eine Aufgabe, die Jan übernimmt. Da sind wir schon am Ende meiner kleinen Kaffee-Doku der Kaffeeaufbereitung in Brasilien. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr kommende Videos nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal.